ist, wenn ich hier hochlaufe. Ja, das sieht schon besser aus. Mach mal weg. Also das Ding ist schon, wow, ziemlich groß. Ah, ein neuer Morgen für den letzten Alchemisten und damit herzlich willkommen. Ich bin hier in meinem Observatorium. Ich habe noch gar nichts geschafft, aber ich habe schon neue Freunde gefunden, die Pilzwesen, die Agari, die hier auch wohnen. Und hier muss ich durch, denn da ist das Observatorium, wie man so ein bisschen sieht. Da möchte ich natürlich unglaublich gerne rein. Aber dazu muss ich erstmal diesen Fels, Verdant Veinstone, also grüner, geäderter Stein, den muss ich wegkriegen. Und dazu muss ich etwas Spezielles erzeugen, das heißt Säure. Oder ich guck mal hier in meinen Inventar, sondern in meine Enzyklopädie. Hier werden mir schon wieder neue Materialien angezeigt, die ich Flexstamp. Hab ich noch, nee, da habe ich noch gar nichts von gesehen. Teile. Papier kann ich jetzt herstellen. Könnte ich herstellen, wenn ich alles dafür bräuchte. Aber hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Moving Tool. Also ein Werkzeug, mit dem ich etwas bewegen kann. Damit kann ich also Konstruktionen oder den Platz, wo die Konstruktionen stehen, ändern. Das heißt, die kann ich umstellen. Rearrange, okay. Alchemie, das ist erstmal mein Problem. Acidic, also Säure. Das ist die Säurefähigkeit oder die Säureeigenschaft eines Stoffes. Und ein Stoff, der müsste so aussehen aus 6 Crimson Tiles oder Molekülen oder Blöcken. Und ich brauche eben einen Stoff, der genau so aussieht. Das heißt also 4 hoch und 3 nach rechts. Dazu müsste ich so einen passenden Stoff finden. Ich gucke mal in meinen Materialien, die ich schon kenne. Zum Beispiel Leather Cap. Was kann der? Ja, der kann sowas Ähnliches, aber das sind nur 2 hoch und 3 nach rechts. Was haben wir denn sonst noch? Flexstamp. Das ist grün. Das ist wieder ein anderes. Das ist wieder ein anderer Stoff. Fulmalint. Oh je. Nein. Seile. Ah, das sieht schon besser aus. Nur falsche Lage. Aber vielleicht reicht das ja auch. Halt. Hardwood? Nee. Ghost Shroom Cap. Ich glaube, der Geisterpilz ist in die Luft geflogen. Rainrocks, Slim Branch, Spectral. Ah, okay. Woodshroom Stalk. Da wird schon richtig kompliziert. Oh. Red Hell Prime. Das hatten wir auch schon irgendwo. Also was am ehesten danach aussieht, ist dieses hier. Sanguinide. Ist. Wieder zurück. Alchemie. Säure. Ich mach mal die Forge hier wieder weg und pinne das mal an. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich mit diesem Anpinnen. Ne, 4. 4 und 3. Jetzt checke ich nochmal. Nee, das passt nicht. Das sind ja nur 4. Ich brauche 6. Aber vielleicht kann ich hier was kombinieren.
Das sind drei. Und wenn ich hier noch was ansetze, zum Beispiel hier Flanide, sowas zum Beispiel. Halt! Oh. Anpinnen, anpinnen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel eine Idee, wie sowas gehen könnte. Und da die beiden muss ich halt nur mischen und dann bekomme ich das. Es wäre eine Möglichkeit. Nur dazu brauche ich hier eine ganze Menge Zeug. Aber als allererstes gehe ich erstmal raus. Denn ich soll mit den Agari sprechen. Beziehungsweise hier, das ist Enoki. Das war der erste Pilz oder das Pilzwesen oder Pilzgnom. Der ist sehr witzig. Das ist hier mein Freund und im wahrsten Sinne des Wortes Kupferstecher oder alles Mögliche, was man in einer Schmiede produzieren kann. Das kann Hapalo. Er ist ein Forscher im Geiste, genau wie ich. Und das ist Vray, mit der soll ich sprechen. Die hat eventuell eine Möglichkeit, mich zu heilen oder kann mir zumindest helfen. Und das hier ist übrigens nicht Green Shrub, sondern... Wie ist der nochmal, Enoki? Hast du den Felsen gesehen? Also der, das war der Felsen, der das Observatorium blockiert. Ja klar, habe ich den gesehen. Hm. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich den loswerde. Aber dazu muss ich erstmal wieder an meine Alchemie gehen und meine Maschinen neu aufbauen. Ich brauche einen Grinder, also einen Häcksler oder zwei und eine Mischmaschine. Die muss ich auf jeden Fall haben. Und dann brauche ich noch irgendwie ein Werkzeug, mit dem ich diese Essenz auf den Rock applizieren, also auf den Fels applizieren kann. Und dieses Tool, das hatte ich jetzt in der Voransicht schon mal gesehen. Das muss irgendein Spray sein. Wie das genau geht, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ja, wir haben so ein Werkzeug, um Sporen zu versprühen. Und wir nennen den einfach Sprayer. Und ja, damit kann man Dinge sprühen. Ich habe einen, aber ich kann dir nicht geben, weil ich ihn brauche. Hapalo könnte aber eventuell einen für dich herstellen. Das ist sowieso sein Design. Oh, a sprayer for spraying spores. Genial. Genau sowas brauche ich. Ich werde auf jeden Fall einen bei Hapalo bestellen. Gute Idee. Und wenn du bestimmte Teile brauchst, ich denke, einige Sachen sind im Vorratsraum. Das ist der Raum auf der anderen Seite des Schlafraums. Stimmt, da wollte ich ja auch mal ein Labor aufbauen. So, wir sollen einen Sprayer herstellen. Wir sollen eine Fusion-Maschine herstellen und wir sollen einen Grinder herstellen, also einen Häcksler. Gut, dann würde ich erstmal sagen, hallo, Hapalo. So, Vray hat mir eine Formel für einen Sprayer gegeben. Sie sagte, es wäre sowieso dein Design. Ja, das ist es auch. Es macht das Leben einfacher und macht Freunde glücklich. Bevor ich den Sprayer hatte, haben wir das noch händisch gemacht, die Sporen zu verteilen. Nun ist es viel einfacher. Und Vray liebt ihn. Na, sehr schön. Okay, jetzt muss ich mal wieder in mein... Ja, überall wieder die Ausrufungszeichen. Teile. Papier aus Flachs und ein Lösemittel, Solvent. Okay. Aber brauche ich Papier? Ich weiß es nicht. Tools. Da ist der Sprayer. Der ist interessant. So, und für den brauche ich Planken. Okay. Leather Caps, die haben wir schon gefunden. Und Fungal Silk, also Pilzseide, haben wir auch schon gefunden.
und 1500 Einsicht und 6300 habe ich. Easy. Construction. Aber ich brauche einen Workshop. Also eine Werkbank. Oder... Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber... Hier... Ach, die Agari arbeiten dann für mich. Ja, das ist ja cool. Und man braucht nur immer die richtige Formel. Und dann produzieren die das. Das ist ja cool. Gut, ein kleiner Tisch, den kann ich auch noch bauen. Habe ich da was Spezielles für? My carpentry skill may be underwhelming. Also meine Schreinerfähigkeiten sind unterirdisch, aber vielleicht kriege ich ja so einen kleinen Tisch doch noch hin. Ich weiß nicht, wozu ich den gebrauchen kann. Ich kann da auf jeden Fall was drauf abstellen. Hm, okay. Eine alte Bank. Kann ich die... Ach, die hat er mal selber gebaut, die da am Teich steht, wo wir in der letzten Folge uns drauf ausgeruht haben. Apropos ausruhen, ich muss aufpassen, dass mir hier die Zeit nicht wegläuft. So, ich will dieses Azidik jedenfalls herstellen und dazu brauche ich erstmal die Maschinerie. So, und hier soll es ja schon mal ein paar Bauteile geben. Hier ist auf jeden Fall Garn und hier sind Planken. Gut, wo kann ich denn das alles so aufbauen? Ich würde sagen, die Construction. Fangen wir mal mit dem Grinder an. Der war, glaube ich, relativ günstig. Ja, Grinder. Kannst du das mal runterklappen? Ah ja, da haben wir den Plan. Und den kann ich hier einfach rausziehen. Drehen. So, da ist vorne, da sind ja die Trichter. Ich will sie nicht so ganz... Ja, vielleicht kann ich da später noch irgendwelche Sachen hinstellen. Zack. Und dazu brauche ich 4 Woodroom Stalks. Habe ich welche? Ja, klar. Hier, bitte. Zong. 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 Die hatte ich ja noch auf der Tasche. Und dann soll er mal konstruieren. So, was brauche ich auch noch? Eine Mischmaschine, sagt er. Die würde ich gerne hier hinstellen. Wo die Spinnen weben. Damit die so ein bisschen verdeckt sind. Dann brauche ich da nicht zu putzen. Das ist vielleicht gar nicht so unpraktisch. Konstruktion. So, Fusion Machine. Die, ja, das sieht doch gut aus. Wie weit kann ich die in die Ecke stellen? Und dazu brauche ich 2x Garn und 2x Planken. Ja, nur ganz ruhig. Ach so, der ist schon fertig. So. Nee, erstmal mein Inventar. Vielleicht ist das einfacher. Wir nehmen es aus dem Inventar. Aus den Regalen ins Inventar. Der hatte doch mal irgendwie so eine Autofill. Da ist sie doch. Autofill, wupp. Da brauche ich ja nichts zu machen. Und Start Construction. So, und was war das andere? Ach, die Werkbank. Beziehungsweise Werkbank. Moment. Ah ja. Oh. Es gibt hier keinen zurück.
Oder ich müsste hier gleich auf Construction klicken. So, Workshop, genau. Spectral Vines. Ja, die kann ich auf jeden Fall besorgen, wenn ich sie nicht auf der Tasche habe. Ist das richtig? Ach, hier! Da ist die Werkbank und hier kommt was raus und da ist vorne. Drei Sitze. Also hier können drei Enoki arbeiten und die helfen mir. Ich stell dir mal so eine Ecke. Zack. So. Ein Woodshroom. Gerade in meinen. Oh, da habe ich nur zwei von. Da muss ich dann noch welche besorgen. Einmal. Ach, warte mal. Es gab doch den Autofill. So. Das heißt, ich brauche noch eine Liane. Das Ding ist auch schon fertig. Inside Point. So, hier wird gezeigt, wie man damit umgeht. Ich kann also zwei Essenzen da oben reinpacken. Dann werden die gemischt. Und da unten wird wahrscheinlich dann das Neue rauskommen. Jawohl, genau so habe ich mir das gedacht. Die Mischmaschine oder Fusion Machine. So, danke. Immer noch Tutorial hier. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, schon 20 Uhr. Nicht, dass ich wieder mitten in der Nacht irgendwo hier auf freiem Feld einschlafe. Das will ich nicht. Aber ich will mir schnell noch hier so eine merkwürdige... Sind hier schon nachgewachsen? Könnte sein, ne? Beziehungsweise gib mir gleich mehr davon. So. Meine, hier kann ich wenigstens immer schnell hin und wieder weglaufen. Also die Bank, die habe ich selber gebaut. Aber Energie brauche ich momentan nicht. Leather Caps habe ich noch, danke. Ich könnte höchstens diese Holzpilze gebrauchen. Da. Die nehmen wir noch mit. Apps. Moment, was sagt der eben? Unknown Resource. Die habe ich noch gar nicht markiert. Okay, das erklärt die Sache. Jetzt habe ich den Busch gleich mit abgehauen. Aber macht ja nichts. So, schnell bin ich nur, wenn ich meinen Stab habe. Und jetzt würde ich aber doch relativ schnell nach Hause, weil 21 Uhr. Da muss ich... Ich muss immer zeitig ins Bett. Ich bin nicht mehr der Jüngste und ich bin krank. So, hier brauchte ich noch was. Aber dann kann ich wenigstens hier schon mal eine Sache arbeiten lassen. Start Construction. Und während das konstruiert, haue ich mich mal gerade aufs Ohr. Denn nur wenn ich schlafe, wird das Spiel gespeichert. Das darf man auch nicht vergessen. Der Alchemist ist am Pennen und wir haben gesichert. So, na, wie geht's uns heute? Wir sind wieder voll auf Energie, das ist ja schon mal ganz gut. Unsere Einsicht schrumpft, habe ich das Gefühl. Aber jetzt könnte ich mal zusehen, ich soll erstmal den Sprayer herstellen. Oh, hier gibt es nochmal wieder Einsichtspunkte. Mal gerade das Inventar wegmachen. So, die Maschine. Parts. Steinblöcke. Ach so, wenn ich Steinblöcke herstellen will, nehme ich das, das Schema. Das ziehe ich aus meiner Enzyklopädie raus. Packe das da auf das Pult. Und dann wird oben in den Trichtern angezeigt, was ich brauche. Und da hinten auf den kleinen Stühlen sitzen tatsächlich die Enoki und Akari. Akari. Oh, Enoki heißt der eine. Ich bringe die beiden immer durcheinander.
Er heißt Enoki und ist ein Akari. So. Gelernt. Gelernt ist gelernt. Ach, hier. Die kleben als kleine Pilze einfach an der Maschine. Hallo? Kann ich mit euch reden? Nee. Ja gut, versuchen wir es mal. Also ich soll einen Sprayer herstellen. Das heißt wieder ins Inventar. Jetzt habe ich hier schon wieder. Woodshroom. Ja. Wissen wir. Alchemie. Ach, Lösungsmittel. Das brauche ich dann irgendwann auch. Aber da kommen wir noch zu. Ja, also diese Geschichten mit den Fähigkeiten, das sind ja eigentlich die Dinge, die ich von meinen alchemistischen Essenzen erwarte. Die sollen ja irgendwas tun. Und was sie tun können, steht eben hier. Bäume fällen, revoltieren, lösen oder sauer sein. Und ich brauche erstmal das Saure. Aber als allererstes brauche ich irgendwas, womit ich das versprühen kann. Also Tools. Sprayer, da ist er doch. So. Das heißt, ich ziehe den Sprayer hier drauf. Halt. Dachte ich. Hier drauf. Sprayer. Wieso geht das nicht? Hm. Weg. Ach, das soll in die Forge. Das ist... Ja, lesen hilft manchmal. Click and drag into Forge. So, ich brauche Planken, zwei Leather Caps, Fungal Silk und 1500. Ja, dann wundere ich mich nicht, dass ich so wenig Einsicht habe. Mist, das habe ich schon wieder vergessen. Eine Planke, zwei Lederkappen und einmal Pilzseide. Das heißt... Zwei Lederkappen habe ich. Pilzseide habe ich auch. Könnt ihr euch mal... So. Vielleicht kann ich hier auch einfach schon mal was ablegen. Zum Beispiel hier die Zweige. Die brauche ich nicht so viel. Shroomstalks. Brauche ich auch nicht so viel. Die kann ich auch wegpacken. Okay. Das heißt, zurück zu... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Hapako. Hapako. Hapalo. Entschuldigung. Hapalo, ich habe jetzt hier die Materialien. Und das heißt, hier müsste ich jetzt den Sprayer hinziehen. Ah, hier geht es nämlich auch. So. Und da ich alle Materialien auf der Tasche habe, müsste Autofill gehen. Jawohl. Und Hapalo, du kannst loslegen. Hau rein, Junge. Haha. Schade, dass ich es nicht näher ranzoomen kann. Aber Hapalo ist fleißig. Oh, pass auf deinen Finger auf. Moin. Ach, hier, hier, die Kleinen. Achtung. Tack, tack, tack. Großartig. So, 18 Minuten dauert das noch. Ist der Tag schon bald wieder vorbei. Aber es kann sich nur noch um Stunden handeln. 7 Minuten, 6 Minuten, 5 Minuten. Na, das geht wenigstens. So, da haben wir einen Sprayer. Ach so, jetzt kommt wieder Inside Point. Mhm. So, ich kann den also mit einer Essenz beladen. Und dann kann ich Felsen ansprühen. Ich muss also auf den Felsen zielen. Und ab geht's.
Gut, das sollte ich hinkriegen. Dann nehme ich mal den Sprayer. Packen wir gleich. Yeah! Kann ich mit dir noch reden? Ja klar. Apalo Interaction out of range. Ich kann mit ihm nicht interagieren. Ich will doch nur kommunizieren. Jetzt geht's. Nee, das würde ich nicht sagen. Das wäre gemein. Ich würde sagen, ich mag wirklich dein Bein. Ich glaube, das sagt er immer, wenn ich ihn anquatsche. Dann wird er wahrscheinlich immer noch den alten Witz über das Mycelium erzählen. Möchtest du einen Witz hören? Ja, alles klar. Because Mycelium, Mycelium. Hatte ich ja schon mal erklärt. Es sind halt Pilzgnome, das heißt eigentlich Pilze, lebende, quatschende, denkende Pilze. Und die sind verbunden über den eigentlichen Pilz, das Pilzgeflecht, das Mycelium. So, ja. So, und jetzt soll ich die Essenzen von Lederkappe und spektraler Liane, die soll ich mischen. Okay, nehmen wir erstmal eine Lederkappe. Ich habe keine mehr. Upsi. Nehmen wir erstmal die spektrale Liane. So. Oben reinpacken. Hold to charge. Das hatte ich ja nun schon in der ersten Folge kurz vor der Explosion gehabt. Lange drücken, um den Grinder, um den Häcksler aufzuladen. Dann packe ich das da mal rein. Und ich brauche noch eine Lederkappe. Da habe ich irgendwo Lederkappen. Nee. Hier kann ich übrigens diese Essenzen sammeln. Gut. Ab. Wo war die nächste Lederkappe? Irgendwo hier draußen. Weg damit. Da ist eine Lederkappe. Und hier, hier kann ich schon wieder Einsichtspunkte sammeln. Das ist der gleiche Fels im Observatorium. Die Konstrukteure müssen... Mist. Ja, wenn ich mehrmals sprühen kann, kann ich dann gleich noch hier hinlaufen. So, da brauche ich die Lederkappe noch. Danke. Mit Stöckchen läuft sich das besser. Er kann ja sogar sprinten. Dumm. Erstaunlich, das geht gar nicht so auf seine Energie, wenn er läuft. Aber das Denken und Arbeiten, das geht ziemlich ins Eingemachte. So, in der Zwischenzeit haben wir hier, das war von der spektralen Liane, Flanide. Ich glaube, das packen wir erstmal einmal in mein Inventar. Von einem Dingen bekomme ich zwei Essenzen. Dann kommt hier die Lederkappe rein. Da wird auch gemischt. Wird auch gegrindet. Und ich glaube, hier brauche ich jeweils nur einmal. Das heißt, eine packe ich mal hier weg. So. Gut, jetzt dauert es natürlich ein bisschen. Aber ich brauche eigentlich irgendwas, wo ich mich ausruhen kann. Moment mal. War da nicht noch was mit Konstruktion? Möbel? Meditationsmatte?
500 habe ich noch. Zwei Garn? Ich habe zwei Garn. Ich pack die mal. Kann ich die so ein bisschen drehen oder? Ich pack die mal hier hin. Da kann ich nämlich warten, während die Mischmaschine arbeitet. So, kannst du das mal wegmachen und stattdessen mein Inventar geben? Danke. So, hier haben wir mittlerweile Xenixide und die beiden soll ich ja mischen. Aber ich will mal gerade meine Matte hier. Autofill, Start Construction. So, das packe ich mal hier rein. Denn wer weiß, wann ich das nochmal wieder brauchen kann. Und hier Fusion Machine. Da brauche ich also auch ein, eine Formel. Mann. Alchemie. Säure. Hier steht aber noch gar nichts. Ich muss jedenfalls das bauen. Er sagt mir aber schon, welche Essenzen ich hier zusammenmixen muss. Und ich glaube, ich hatte mir das doch auch schon mal rausgepickt, dass ich das hier, das ist also, Moment, Crimson, so. Das sind die Xenixide, die ich ja nun gerade aus der Lederkappe erzeugt habe. Und die muss ich einfach nur um 2 verlängern. Das war meine Überlegung. So, hier Lederkappe, da steht auch, woher ich das her habe. Und Flanide, die habe ich eben aus der spektralen Liane, aus dem Spectral Vine bekommen. Essence with Element. Nee, Moment. So, wollte ich gerade sagen, Flanide. Und die habe ich auch angepinnt. Ach, hier habe ich's. Ne, meine Idee war Sanguinide und dazu hätte ich Pilz. Naja, wenn das Spiel mir da schon hilft und sagt, nimm lieber die Lederkappe, dann tue ich das. Okay, das da rein. Das da rein. Und Hold to Charge. Ich kurbel die Kurbel. Und das Schöne ist, da ich jetzt mein Kissen fertig habe, kann ich mich hier hinsetzen, die Sonne genießen, mich entspannen. Und da ist die Maschine fertig. Da sage ich Stop Activity. Ich bin erfrischt und mein Dinkarik. Säure. Auf jeden Fall, Acid heißt Säure auf Englisch. Und damit sollte ich doch was haben. Ich will noch mal in mein Alchemiebuch gucken. Properties, Säure. So, und hier sind nämlich jetzt auch die Essenzen, die ich für Säure brauche, angezeigt. Und ich habe jetzt hier auch einen Plan. Ich sage euch gleich, das funktioniert nämlich einfach, zwei Sachen zusammen zu mixen. Das geht leider in dem Spiel immer relativ schnell schief. Momentan werde ich scheinbar noch in der Hand genommen. Aber am besten ist, wenn ich wirklich eine Formel habe. Und die kann ich auch hier einfach draufziehen. Und alles Weitere läuft so, wie zum Beispiel in den Werkbänken auch. Hier wäre das jetzt ja auch der Fall. Gut. Dann würde ich sagen, lade den Sprayer mit der Säure. Machen wir doch mal. Da ist die Säure. Hier steht auch Property Acidic, also sauer. Ätzend, würde ich mal da vielleicht sagen. Und das Zeug. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Sprayer aussieht. Ah ja. Schick, schick.
Geisterjäger. Irgendwie erinnert mich das daran. So, damit will ich das hier kaputt kriegen. Ja, genau. Wie sprühe ich denn jetzt? Linke Maustaste. Ah, hier wird auch der Umkreis, den ich sprühe, angezeigt. Und ich lasse links los. Hey! Und ich bekomme sogar ein Steinchen. Ja, sehr schön. Betrete den Teleskopraum. Das ist aber kein Loch, ne? Nee, da kann ich drauf. Das wäre auch. Das Ding ist ja riesig. Schade, dass ich hier nur horizontal scrollen und zoomen kann. Zoomen kann ich gar nicht. Scrollen kann ich nur. Leider nicht vertikal. Das ist, wenn ich hier hochlaufe. Ja, das sieht schon besser aus. Mach mal weg. Also das Ding ist schon, wow, ziemlich groß. Cool. Durchbruch. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich habe den Teleskopraum noch betreten. Ach, da ist eine Karte. Eine Tafel. Inside Point. Oh! My Master's Research. Also, meines Meisters Forschung. Er hat alles hier gelassen. Auf diesem, auf dieser Tafel. Also, er plante... Oh, das ging jetzt wieder zu schnell. Auf jeden Fall, er plante, das Teleskop zu erweitern. Und, was? Aus dem Tele... Das ging jetzt sehr schnell, aber da stand sinngemäß, dass er aus dem riesigen Teleskop ein Mikroskop bauen wollte. Gut, er ist ja nun auch Alchemist, das heißt, er will eher im Kleinen forschen. Aber aus dem Ding ein Mikroskop zu machen, das ist ambitioniert, würde ich mal sagen. So, aber hier muss einiges repariert werden und das muss ich mit Harpalo am besten besprechen. Der scheint sich da besser auszukennen. Aber ich will jetzt, wo ich jetzt schon mal sprayen kann. Ich habe ja nur ein Steinchen. Oh ne, es ist schon wieder Nacht. Ich dachte irgendwie, es gäbe eine Warnung oder so. Ich gehe besser ins Bett. Bevor ich hier irgendwas versaue, gehe ich lieber ins Bett und sichere das Spiel. Knack. So. Bein wieder in Schuss. Und los. Wie viele Schüsse habe ich denn hier? Ah. Also wenn ich den Sprayer voll mache, habe ich immer drei Schüsse. Und einen Schuss habe ich ja erst vertan. Ja, mit dir spreche ich gleich noch, aber ich will mal gerade. Da war doch da hinten nämlich noch so eine Mauer, wo es nicht weiterging. Genau da. Das will ich nämlich auch erstmal wegsprühen. Drei. Der Sprüher ist da. Ich kann rechts und links bewegen. Ich kann hier auch den Bereich auswählen, wenn ich näher rangehe, ja, den ich besprühen will. Nur ein Stein? Da steht noch einer. Oh! Ich steck den erstmal. Nein! Ich steck den erstmal weg. Keine Ahnung, ob noch irgendwo so ein Stein steht, der im Weg steht. Denn noch habe ich einen Sprühstoß frei. Ja, das ist aber ein anderer Fels.
Inside Point. Okay, da ist ein Bergwerk, ein Quarry hinter der Brücke. Und da hat sich Sandy Vogius, also sein toter Meister, immer Schwefel hergeholt. Ich glaube, sein Sprengpulver hat ein bisschen zu gut funktioniert. Hier wird nochmal erklärt, wie man Rezepte anpinnt. Und mal guckt, wie das aussieht. Aber ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Okay. Das heißt, also da müssen wir auch irgendwie durch. Aber jetzt laufe ich mal gerade. 9 Uhr erst. Früh am Tage. Dann kann ich auch noch... Das könnte ich wegsprühen. Das könnte ich wegsprühen. Aber die stehen ja schön an der Seite. Was haben wir hier? Also das Observatorium war besonders interessant für einen früheren König. Und der hat hier eine Burg gebaut, um zu üben. Und damit war es weg. Was haben wir denn hier? Valley Tree? Nein. Ach, ich brauche meine Lupe. Genau. Unknown Resource. Steinhaufen. Ja, das habe ich so auch gesehen. Und da brauche ich eine Erntemethode Weathering, also verwittern. Da geht es wieder zum... interessantes Symbol, was das wirklich meint. Heimat, Wurzeln, riesiger Pilz. Da stand da jedenfalls. Und hier gibt es auch nochmal Insight. Ich kann hier nicht hochklettern, aber vielleicht, wenn ich von der anderen Seite runterkomme, kann ich runterklettern. Das könnte zumindest eine Abkürzung sein. Da hinten scheint auch noch so ein Insight Point zu sein. Also wo ich Einsichten erlange. Oh, hier gibt es noch Lederkappen. Hier gibt es noch... Oh, ich überlege gerade, ob ich die gleich mitnehme hier. Wenn ich schon mal da bin. Denn die brauche ich wirklich andauernd. Oder gehe ich da mal hoch? Jetzt bin ich ja doch schon am Erforschen hier. Himbeeren! Ehrlich? Raspberries, jawohl! Himbeeren! Ja, gib mal gleich her. Nehmen wir mit. Eine Himbeere. Ja, komm. Eine Himbeere macht noch keinen Obstsalat. Ah, da stehen da auch noch welche. Und hier gibt's schon wieder eine Einsicht zu gewinnen. Mir nicht vor. Ich glaube einfach nicht, dass ich hier hochgeklettert bin. In meinem Alter, mit einem Bein. Ich krieg's immer noch hin. Nein. Ja. Nehmen wir den mal mit. Da muss ich ja nicht so oft hochklettern. Ach ja, ich habe ja eine Karte. Es gibt eine Kartentaste und hier kann ich sehen, also Quarry, das ist also das Bergwerk. Hier kann ich noch nicht hin und hier habe ich mich jetzt ja freigesprungen. Hier bin ich schon. Mountaintop. Higher Gate. Und hier könnte ich komplett rumlaufen. Oh weia. Ich muss noch mit Hapalo sprechen. Darf ich nicht vergessen. Oh, hier wächst noch so viel Zeug. Aber gut zu wissen, dass ich hier noch Material bekomme. Hier ist was. Das ist doch Baumwolle.
Moment mal. Nein. Ja. Ja, mach doch. Goldener Flachs. Okay. Kann ich den mitnehmen? Jawohl. Kling, kling. Zwei. Ah, alle guten Dinge sind drei. Inside Point. Also die Leute, die hier früher lebten, die haben den goldenen Flachs angebaut. Gut für mich. Der ist auf jeden Fall im Crafting und Alchemie wertvoll. Ja, scheint auch eine ganze Menge von zu geben. Was mich schon mal beruhigt. Da geht's nach Hause. Keine weiteren Felder hinter diesem Tor. Nur Wald und Wildnis wahrscheinlich. 13:15 Uhr. Und hier geht's wieder nach Hause. Ah, ich glaube, ich weiß, was Sache ist. Loggeth Pass. The Earth Teams Scent of Pine and Sawdust. Also hier haben die Waldarbeiter gesägt und... Hey. Da gibt es auch noch eine ganze Menge. Jetzt gehe ich aber erstmal hier weiter. Komme ich hier hoch? Ja, schaffe ich. Und? Ich bin so müde. Ja, Oh, es macht mich traurig zu sehen, wie mein Körper so schnell so schwach wird. Also er ist ja krank. Und ja, 67. Nee, ich sehe mal zu, dass ich nach Hause komme. Nee, wo bin ich denn jetzt hier runtergekommen? Das habe ich gar nicht gesehen. Moment, Karte. Ach, da bin ich wieder. Ich muss... Das Observatorium... Ach, da geht's nach Hause, genau. Danke, Schild. Das Zuhause der Inoki. Damit ich wenigstens den Felsen noch mitkriege. Und jetzt ist meine Spraydose nämlich leer. Und kann aber mit was anderem neu befüllt werden. Hier muss ich auch noch was wegsprühen. Und was brauchte ich da? Unknown Resource. Oh, den habe ich noch gar nicht mehr erforscht. Celestone. Und da brauche ich genau das Gegenteil. Ich brauche eine Lauge. Okay. Sich eine Lauge herstellen. So. Jetzt spreche ich aber mit Hapalo. Hallo, Hapalo. Du wirst es lieben. Ich brauche deine Hilfe wieder. Ich brauche wieder deine Hilfe. Da ist ein riesiges Teleskop im Observatorium. Überraschung. Und ich glaube, mein Master hat versucht, es aufzurüsten. Ich wollte seine Arbeit beenden, aber ich kann nicht. Okay, ich weiß nicht, was er nicht kann. Okay, versuch rauszufinden, welche Teile du brauchst. Tja, Figuren, Features, herausfinden. Also die alten Notizen deines menschlichen Freundes sind nicht vollständig, aber ich habe sie auf meine eigene Art gelöst. Oh, du brauchst auf jeden Fall zwei Steinblöcke und zwei Stücke Papier. Okay, du brauchst Steinblöcke und Papierseiten. Das sollte es machen. Das sollte es schaffen. Gut. Ach ja, und du musst dir einen Workshop bauen, damit du die rohen Materialien into... oh Gott. Entschuldigung. In
in richtige Teile umwandeln kannst. Dann kommt alles nett zusammen. Dann passt alles. Gut, okay, ich werde einen Workshop bauen. Habe ich schon. Und dann werde ich da Papier und Steinblöcke herstellen. Danke, Apollo. So, das haben wir gemacht. Wir haben auch Belohnung bekommen. Oh, und ich muss mich dringend ausruhen, wie das langsam aussieht. Aber ich bin ja auch bald zu Hause. So, ich habe doch irgendwo mein Kissen da. So, erstmal wieder Energie tanken. So, ist das schön. Puh, okay, was muss ich denn jetzt alles? Den Workshop, also die Handarbeitsstation hier der Akari. Die steht hier. Wir haben Veined Rock. Den packe ich erstmal gerade in eine Kiste. Zumindest zwei. Und die Himbeeren auch. Und Flex. Das werde ich vielleicht für Papier brauchen. Das könnte sein. Okay, versuchen wir mal rauszufinden, was wir jetzt alles zu tun haben. Steinblöcke. Oh, ich befürchte, das wird noch eine richtige große Aufgabe. Ich weiß nämlich, ich habe keine Ahnung, wie ich Steine kaputt kriege. Flachs ist ja nun kein Problem mit der Sense, aber alles weitere, schwierig. Was sagt denn, oh Gott, wieder alles neu macht der Mai. Golden Flags. Erstmal bekomme ich, ich glaube, das kann ich hier mittlerweile rauslöschen. Danke. So, Golden Flags. So, die ist eine sehr wertvolle Pflanze und nützliche Pflanze, die im ganzen Tal wächst. So, ihre Stängel sind besonders hoch im Kurs bei Alchemisten wegen ihrer starken Faser, na klar. Und damit kann man eine ganze Menge Material herstellen. So, wenn ich das Ding in meinen Grinder, in meinen Shredder packe, dann bekomme ich Mentin. Sowas ähnliches habe ich ja vorhin auch nochmal gebraucht, aber in Rot. Und ich kann Papier herstellen. Und für Papier brauche ich tatsächlich drei Flachs und Lösungsmittel. Ich wusste es. Für alles Mögliche braucht man irgendwelche alchemistischen Lösungen. Und hier brauche ich die Lösung, Lösungsmittel. Die muss ich dann auch erstmal rausfinden, wie die genau geht. Sehr schön. Und Stein. Ach hier, Raspberry habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Da bekomme ich Sweet Rosie mit. Das sieht interessant aus. Also wenn ich das, wenn ich eine Himbeere jedenfalls in den Grinder packe, bekomme ich dieses Zeug. Mhm. Foraging. Dann habe ich Celestone, die muss ich sprengen, sonst kann ich nicht zum, zum Bergwerk. Dazu brauche ich Alkaline, also etwas Alkalisches, eine Base, eine Lauge auf Deutsch. Und wenn ich das Ding kaputt mache, bekomme ich eine Mondmurmel. Okay. Gut, viel zu erforschen auf jeden Fall. Und Granit, Stoneblock. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und wie kriege ich die kaputt? Ja, Weathering, verwittern. Auch wieder ein spezielles Zeug. Vier Grün,
6 Rot, egal welche Mischung, das sollte ich hinkriegen. So, Steinblock, 2x Granit, ein Steinblock und das brauche ich fürs Mikroskop, fürs Monstermikroskop. Mond, Murmel, Aethrat, naja. Aber auf jeden Fall was Blaues. Hier haben wir noch das Mikroskop. Zwei Steinblöcke. Einmal Papier. Nee, zwei Steinblöcke und zwei Seiten Papier. Oh, und 4500. Ich muss mit meinem Insight aufpassen. Also auf meiner Einsicht. Die ist wirklich wertvoll für solche Sachen. Nee, nee. Und ich muss die ausgeben. Die kriege ich nicht. Schön wär's. So, Construction, Furniture, Compact Essence Rack. Ein etwas größeres. Zwei Planken, einmal Hardwood. Gut, für Hardwood muss ich Bäume fällen. Das habe ich schon gelernt. Und hier haben wir schon die Grundfunktion von Lösungen und von Essenzen. Säure kenne ich. Da habe ich ein Rezept für. Für die Base habe ich noch nichts und das sieht relativ komplex aus, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Felling, damit kann ich ein Tree fällen. Interessant, also einen Baum fällen. Oh Gott, was quatsch ich. Es ist schon wieder so spät. Ja, es ist eigentlich schon wieder viel zu spät. So, und verwittern. Da kann ich wenigstens beliebig mischen. 6 Rot, 4 Grün. Das sollte am wenigsten Probleme machen. Und hier haben wir die blaue Familie neu. Das ist dieses Aethrate. Und auch hier gilt Stabilitätsindex 9. Ich darf nicht mehr als 9 dieser Elemente, Moleküle, nee, Atome wären es dann, ja, zusammenmixen. Sonst explodiert es 10 Sekunden, nachdem es aus der Mischmaschine kommt. Irgendwann muss ich das auch nochmal ausprobieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie schlimm das ist. Und es ist schon wieder Nacht. Und mir zeichnen, mir schwimmen Mond und Sterne vor dem Gesicht. Ich gehe ins Bett. Und bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß dran. Es ist ein bisschen träge, aber ich hau mich jetzt erstmal ins Bett und wir sehen uns am nächsten Morgen. Macht's gut. Tschüss.